Hi, gute Wie. So, heute gibt es das Rückspiel gegen Marseille. Die Rache gegen Marseille. Also ich hoffe, wir können uns rächen. Sportlich. So, alles andere hoffe ich, dass es irgendwo auf dem Acker geklärt wird, aber nicht im Stadion. Nicht, dass wir wieder irgendwelche Strafen kriegen oder so. Was die irgendwo anders machen, ist ja relativ egal, solange es nicht die Falschen abbekommt. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Typ, der die Rakete geschossen hat auf unseren werten Fan, gute Besserung nochmal an der Stelle, falls du noch nicht genesen bist, muss sich vor Gericht verantworten wegen versuchtem Mord, vorsätzlicher Gewalt, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Einführung, Besitz und Gebrauch von Raketen- oder Feuerwerkskörpern in einer Sportstätte. Ja, also wenigstens gibt es Konsequenzen, also der Typ konnte wohl ermittelt werden. Das sind eigentlich für mich ziemlich gute Nachrichten, weil damit habe ich nicht gerechnet. Also Marseille ist einfach ein super sympathischer Verein, ich weiß nicht, also ich finde, das ist einfach ein richtiger Sympathie. So wie Offenbach. Das ist einfach ein Verein, die kann man einfach nicht mögen. Die muss man einfach mögen. Die sind einfach sympathisch. Weißt du, das sind einfach so Vereine. Die sind cool. Was sagt ihr? Soll ich auch einen Dortmund-Vlog aufnehmen? Weil Dortmund ist eigentlich auch so ein Spiel, wo viele Leute keine Karte kriegen, die eigentlich eine haben wollen. Das ist ja auch der Sinn von meinen Vlogs, dass halt Leute, die es nicht ins Stadion schaffen oder nicht ins Stadion können, dann trotzdem einen Eindruck davon kriegen. Heute angeblich alle in Schwarz. Mit schwarz-weißem Balkenschal. Sieht man ihn? Da ist er. Schauen wir mal, ne? Yeah.
abschließend zu sagen? Was bleibt abschließend zu sagen? Genau. Keiner mag Marseille. Werfen einfach dann am Ende da fette Böller auf unbeteiligte Leute, prügeln sich mit den Ordnern und so. Ich habe einfach keine Worte mehr für die. Was eine spannende Gruppe. Es hängt alles vom letzten Spiel ab. Mit einem Unentschieden sind wir raus. Also raus aus der Champions League, dann sind wir noch, haben wir immer noch Chancen auf die Europa League. Was ich jetzt auch nicht so schlimm finden würde, aber Champions League wäre schon krass. So, wunderschöne Pyro-Show. Ich hoffe mal, wir kriegen kein Geisterspiel dafür dann im Achtelfinale. Weil wir auf irgendwie doppelter Bewährung sind oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein krasses Spiel. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Liken, abonnieren, kommentieren. Ihr kennt auch das ganze Prozedere. Natürlich nur, wenn ihr mir helfen wollt. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann liked nicht, kommentiert nicht, abonniert nicht. Ne? Macht euer Ding. Heide!